Willkommen zurück zu Medizintechnik 2 und wie versprochen schauen wir uns heute in dem Video die spektrale CT an. Wir werden das Kapitel spektrale CT in ein paar Teilbereiche aufgliedern und zwar werden dabei wichtig sein, nochmal die CT-Messung an sich sich nochmal kurz vor Augen zu führen. Dann gucken wir uns an, wie polychromatische Absorption funktioniert. Wir sehen uns die Basis von spektralen CT-Algorithmen an. Dann verschiedene Messkonzepte, wie wir überhaupt diese Daten aufnehmen können und sehen uns am Ende an, was schon funktioniert, was noch nicht so gut funktioniert und noch ein paar Take-Home-Messages. Nun, wie sieht's mit dem Messprozess aus? Typischerweise haben wir eine Röhre, dann unser Messobjekt, hier ein Phantom, das Vorbildphantom abgebildet und auf der anderen Seite den Detektor. Das Ganze ist auf einer rotierenden Gantry angebracht und wenn wir entsprechend dieses Objekt messen, dann bekommen wir unser Sinogramm durch die Rotation, indem wir über jeden Winkel aufgetragen unseren Zeilendetektor auslesen und dieses Bild rekonstruieren. Und am Ende kriegen wir quasi an jeden Detektorpixel die kumulierte Absorption gemessen für den Eintrag S an der Stelle Theta. Das war quasi unser Messprotokoll und das Linienintegral ergibt sich eben aus dem Aufsummieren aller Koeffizienten entlang der Linie. Wir haben das auch kennengelernt als Lambert-Beersches Gesetz und das Lambert-Beersche Gesetz war eben I0 mal E hoch minus das Linienintegral und wir haben gezeigt, dass wenn wir den negativen Logarithmus anwenden, dass wir im Wesentlichen genau dieses Linienintegral bekommen, wenn wir vorher durch I0 teilen. Also alle Konstanten links dieser zweiten Gleichung lassen sich alle bestimmen. Wir kennen I0, wir kennen die Projektion und deswegen können wir das Linienintegral zurückrechnen. Das wäre jetzt der Fall, wenn alles monochromatisch wäre. Radon-Transformation kein Problem, haben wir gerade gesehen, funktioniert ganz prima. Naja, so ein paar Artefakte haben wir gesehen. Vielleicht fällt uns da ja noch ein bisschen was Besseres ein. Und da fangen wir quasi an, über die polychromatische Strahlung zu sprechen. Wie ist der Unterschied? Naja, wir haben ja schon bei der Röntgenerzeugung gesehen, dass da mehrere Energien erzeugt werden und wir dann auch unterschiedliche Absorptionseffekte haben. Das heißt, wir haben quasi Röntgenröhren im Einsatz, die nicht nur einzelne Energien erzeugen, sondern immer ein ganzes Spektrum. Und typischerweise wird es eben mit solchen Beam-Hardening-Korrekturverfahren versucht, in den Griff zu kriegen. Es funktioniert schon ganz gut, aber es ist halt nicht die exakte Messung und je stärker die Unterschiede in den Materialien sind, desto stärker die Artefakte. Bei den ganzen Weichgeweben kein Problem, bei Knochen können schon Artefakte auftreten, aber richtig fies wird es dann bei Metallen, wie wir schon gesehen haben. Nun, wo ist das Problem? Naja, das Problem ist, dass wir halt nicht die richtigen Absorptionseffekte messen und je weiter eben ein Strahl durch unterschiedliche Elemente läuft, dann wird er eben unterschiedlich gefiltert und dabei verändert sich das Spektrum. Rechts dargestellt das Spektrum mit verschiedenen Schwächungen, also nach 0 cm Wasser, nach 2 cm Wasser, nach 5 cm Wasser und so fort, dann verändert sich natürlich auch unser Spektrum. Und das Problem, das quasi auftritt, ist, dass wir einen anderen Absorptionswert messen, als den Absorptionswert, den wir eigentlich brauchen, um die Linienintegrale aufzulösen. Naja, was sind die Konsequenzen? Wir kriegen diese Beam-Hardening-Artefakte hier nochmal schematisch dargezeigt, insbesondere eben dort, wo besonders viel Abweichung von den Idealannahmen auftritt, wie zum Beispiel hier bei der Durchstrahlung von diesen zwei Knochen, die eben dann zu so dunklen Streifen oder Cupping zum Beispiel führen können. Naja, was können wir dagegen tun? Wir können eben spektral messen. Und um spektral zu messen, müssen wir quasi den Messvorgang verbessern und wir wollen quasi nicht nur auch für eine Energie das Ganze berechnen, sondern wir wollen tatsächlich die effektiven Längen von den unterschiedlichen Materialien auflösen können. Dafür wird die spektrale CT eingesetzt, die dann einen spektralen Absorptionskoeffizienten ermittelt, der quasi dann auch abhängig ist von den unterschiedlichen Energien und durch unterschiedliche Energien, die eingesetzt werden, kann ich dann versuchen, das korrekt aufzulösen. Schauen wir uns erstmal das polychromatische Absorptionsgesetz an. Hier sehen wir, dass quasi noch zusätzlich zu der eigentlichen Energie ein Integral über die gesamten Energien ist. Also wir haben vorher nur dieses I0 gesehen und I0 ist jetzt hier quasi ersetzt durch ein SE mal DE.
die beide energieabhängig sind. Und diese werden dann e hoch minus das Linienintegral. Und wir sehen, dass auch hier dieses μ eben jetzt abhängt von der Energie E und wir über die gesamte Energien aufintegrieren müssen, bevor wir unseren Messwert bekommen. Das heißt, wir können das jetzt nicht mehr direkt nach dem μ auflösen, weil wir eben diese ineinander eingesetzten Integrale haben und das macht unser Problem natürlich sehr viel schwieriger. Insbesondere, weil wir in der medizinischen CT eben Energien zwischen 20 und 150 kV einsetzen und dadurch eben relativ starke Unterschiede entstehen. Nun, idealerweise würden wir dann versuchen, das Ganze aufzulösen. Und das könnte beispielsweise passieren, indem wir versuchen, nur Teile dieses Spektrums zu messen. Und das kann zum Beispiel mit einem energieaufgelösten Detektor funktionieren, indem wir dann nicht das gesamte Integral bestimmen von 0 bis E max, sondern eben nur das Integral von einem Delta E, das dann eben nur über einen kurzen Bereich ist. Und wenn Delta E quasi gegen 0 läuft, dann haben wir ja in jedem dieser Bins einen monochromatischen Vorgang. Das heißt, wir könnten die einzelnen Bins dann monochromatisch behandeln und hätten das ganze Problem unserer Mehrenergieaufnahme nicht mehr. Nun, tatsächlich können wir leider nicht so gut die Energien auflösen. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal mit unterschiedlichen Messprinzipien auseinandersetzen. Wie kann das passieren? Also es gibt verschiedenste Ansätze, um das zu tun. Zum Beispiel kann ich mit unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen messen. Das liefert dann diese sogenannten Dual-KVP-Messungen. Das kann ich mit zwei Messungen hintereinander machen. Da muss ich zweimal scannen. Oder ich verwende zum Beispiel so einen Dual-Source-Scanner, der eben zwei unterschiedliche Quellen und Detektoren drauf sitzen hat. Und damit kriege ich natürlich in einer Rotation beide Messungen auf einmal hin. Es gibt sogenanntes KVP-Switching. Da mache ich dann in der einen Projektion die eine Beschleunigungsspannung, in der anderen die andere und schalte die immer wieder schnell hin und her. Wie gesagt, das Dual Source CT, das vieles vereinfacht. Es gibt Detektoren, die mehrere Schichten haben. Und dann ist die Idee, dass die obere Schicht die niedrigeren Energien misst und die tiefere Schicht die höheren Energien und quasi der obere Detektor eine Art Filterung darstellt für den unteren Detektor. Und dann gibt es noch zählende Detektoren, die sehr genaue Energieauflösung hinbekommen. Der Ansatz beim Dual-KVP ist, dass ich eben jetzt unterschiedliche Beschleunigungsspannungen habe. Zum Beispiel hier ein Spektrum mit 140 kVp und ein Spektrum mit 80 kVp. Dadurch habe ich eben eine kleinere Überlappung der beiden Spektren und kann den Bereich, in dem die beiden eben nicht überlappen, herausnehmen, um den Unterschied auszurechnen. Wenn ich das jetzt mit der Detektorsensitivität gewichte, dann bekomme ich eben entsprechende Funktionen heraus, wie wir sie vorhin im polychromatischen Gesetz gesehen haben. Nun, beim KVP-Switching ist im Wesentlichen dieselbe Idee, dass ich zwei unterschiedliche Beschleunigungsspannungen nehme, nur halt eben in der einen Projektion die eine Strahlung und in der anderen die andere Strahlung. Der Vorteil ist, ich brauche nur eine Rotation. Der Nachteil ist, ich habe eben unterschiedliche Gewichte in unterschiedlichen Projektionen. Das heißt, ich muss eigentlich gleichzeitig das CT-Problem lösen, bis ich dann quasi die Energieauflösung hinkriege, während ich eben bei den zwei Scans im Wesentlichen exakt dieselben Pixel eben mit unterschiedlichen Energien gemessen habe und dann vor der Rekonstruktion schon die Energieauflösung hinbekommen kann. Hier muss ich im Wesentlichen beides gleichzeitig machen. Deswegen hat man solche Geräte wie die Dual Source CT entwickelt, die sehr genau kalibriert werden, so dass ich eben über zwei unterschiedliche Detektor- und Quellpaare gleichzeitig genau dieselben Pixel aufnehmen kann. Damit habe ich dann auch wieder dieselbe Information an allen Stellen gemessen und kann entsprechend wieder vor der Rekonstruktion schon zurückrechnen. Dann gibt es noch den Ansatz mit den Mehrschichtdetektoren. Hier zum Beispiel zweischichtiger Detektor mit einer sehr, sehr dünnen entsprechenden Ausleseoptik. Und wir können eben dann zwei Szintillatoren verwenden, diese zwei flachen Detektoren aufeinander kleben, wie ein Sandwich. Und dann kriegen wir natürlich wieder genau an denselben Pixelpositionen zwei unterschiedliche Messungen und hier sogar in einem Scanvorgang. Also eigentlich ein ziemlich vielversprechendes Verfahren. Aber die Hardware ist eben sehr schwierig aufzubauen. Tatsächlich ist das hier schematisch sehr einfach dargestellt. Wir haben natürlich auch noch die ganze Elektronik und Metalle in dem oberen Detektor,
die dann natürlich auch entsprechende Filtereffekte bringen. Und wir wissen ja schon, dass Metalle nicht so toll sind für den Messprozess in dem Strahlengang. Und auch hier führt das natürlich wieder zu zusätzlichen Problemen. Aber prinzipiell wird an diesen Technologien geforscht und man kann damit tatsächlich energieauflösende Detektoren zusammenbauen. Ja, dann gibt es noch Photonenzähler. Photonenzähler sind irre schnell. Die können quasi jedes Photon, das ankommt, einzeln zählen und die Energie bestimmen. Und damit habe ich quasi die beste Auflösung. Wir kriegen nicht nur mit, welches Photon wo eingeschlagen ist, sondern wir kriegen auch noch die Energie mit. Und damit kann ich natürlich Energieauflösung betreiben. Ich bekomme wieder an jedem Pixel dann mehrere Bilder, weil ich quasi die Energien auflösen kann und bin in der Lage, daraus mehr Energiebilder zu bestimmen. Nun, die Vorteile, wir liegen in derselben Geometrie. Die Nachteile, wenn wir natürlich sehr viele Photonen messen müssen, kann es sein, dass der Detektor nicht hinterherkommt. Und dann gibt es sogenanntes Pile-up und wir können die Ereignisse nicht mehr richtig unterscheiden. Wenn zwei Photonen niedriger Energie gleichzeitig ankommen, kann es sein, dass die eben mit einem Photon höherer Energie verwechselt werden und dann ist der Messvorgang natürlich auch wieder nicht sauber. Solche Detektoren sind insbesondere für niedrige Dosen sehr, sehr nützlich und können dann auch auflösen. Wenn wir das können, dann ist es möglich, die einzelnen Materialien zurückzurechnen. Und wenn wir die in derselben Geometrie aufgenommen haben, dann können wir sogar pro Pixel ausrechnen, wie viel Anteil aus welchem Material kam. Wir können quasi hier dann die Absorption zurückrechnen auf beispielsweise ein Wasserbild und ein Knochenbild. Das liefert uns die Materialdekomposition. Ich will jetzt hier nicht im Detail darauf eingehen, wie das zurückgerechnet wird. Teilweise kann das linear approximiert werden. Das ist eben der Fall, wenn die Bins so klein sind, dass wir einen monoenergetischen Fall haben, linear möglich. Ansonsten gibt es entsprechende nichtlineare Approximationsverfahren. Daraus würden dann entsprechende Bilder hier entstehen und hier sehen wir quasi Bilder aus einer Simulation. Hier einmal aufgegliedert eine Herzszene, die wir simuliert haben und hier sind jetzt die unterschiedlichen Materialien abgebildet. Wir sehen einmal rechts oben die komplette Szene und dann die zerlegt in die verschiedenen Materialien. Rechts unten der Knochen, links unten das Kontrastmittel, das jodbasierte Kontrastmittel. Und wie gesagt, rechts oben das Ganze zusammengesetzt. Wenn wir die Materialien und die Absorptionskoeffizienten kennen, dann können wir natürlich unser Absorptionsgesetz auch am Detektor auswerten und zurückrechnen, insbesondere wenn wir das Spektrum natürlich kennen, wie in der Simulation, und können tatsächlich das polychromatische Bild aus den einzelnen Materialbildern wieder zurückrechnen. Wenn wir energieaufgelöste Verfahren haben, können wir dann auch aus den Mehrenergiebildern die Materialbilder wieder zurückrechnen. Nun, die Trennung ist nicht ganz so einfach und wir haben hier einen Vergleich in Simulationen, dass wir einmal versuchen, das Knochen- und das Kontrastmittelbild zurückzurechnen. Hier auch verschiedene Machine Learning-Verfahren im Einsatz. Referenz ist unten angegeben und wir sehen, dass da also manche Verfahren besser funktionieren als andere. Insbesondere hier in der dritten Spalte und in der zweiten Spalte haben wir schon sehr, sehr gute Ergebnisse erhalten können. Das heißt, in der Simulation kriegen wir das in den Griff, können in der Projektion die Materialien zerlegen. Sehr, sehr spannend. Man überlege sich, wie das zum Beispiel funktionieren kann, wenn wir einen Detektor haben und Kontrastmittel von Knochen trennen können, dann brauchen wir solche Verfahren wie DSA nicht mehr, weil wir nur anhand der Physik zurückrechnen können, wo das Kontrastmittel war. Das geht dann mit einem einzigen Mehrkanalprojektion. Also potenziell sehr, sehr interessant auch für die interventionelle Bildgebung. Aber leider sind eben die Detektoren noch nicht so ganz so weit. Hier die ersten Ergebnisse aus einer Studie, auch schon wieder ein bisschen älter, das ist jetzt von 2015. Und hier sehen wir einmal das Gesamtenergiebild, das Bild hochenergetisch und niederenergetisch aus einer Tierstudie. Und hier haben wir dann versucht, die entsprechenden Kontrastmittel zurückzurechnen. Naja, und dann treten halt solche Effekte auf, dass dieser Detektor aus Kacheln aufgebaut ist. Und dann tritt schon das Problem auf, dass in jeder Kachel die Energieauflösung unterschiedlich ist. Wir die also einzeln kalibrieren müssen. Und deswegen kann ich hier für das echte Ergebnis nur eine Materialzerlegung pro Kachel eben zeigen. Und wir sehen hier die entsprechende Hochenergie minus Niedrigenergie mit entsprechendem Guidage-Filter. Also über solche DSA-Verfahren sehen wir schon sehr viel bessere Kontraste als das, was wir über die Dekomposition bekommen können. Das ist hier rechts gezeigt. Das ist nur aus einer Projektion gerechnet.
Aber hier sind entsprechende Subtraktionsverfahren noch im Vorteil. Aber vielleicht mit zukünftigen Detektortechnologien werden wir auch großflächig solche Materialzerlegungen für Kontrastmittel rechnen können. Tatsächlich im Einsatz ist es schon auf CT-Gantries, insbesondere Dual Energy, Dual Source. Und damit ist es dann möglich, quasi die Materialien zu zerlegen. Und das ist dann besonders interessant, wenn ich dann zusätzlich noch solche Exsegmentierungsalgorithmen habe, wie hier gezeigt, weil dann kann ich automatisiert für die Lunge eine Materialzerlegung machen oder für verschiedene Organe und das in einem Bild dann anzeigen. Also ich gehe davon aus, dass wir hier deutliche Verbesserungen in der Zukunft sehen werden, weil wir eben durch den Einsatz von zusätzlichen KI-Verfahren eben nicht nur das Bild rekonstruieren, sondern auch verschiedene Regionen zuweisen können, um damit dann auch verbesserte Materialrekonstruktionen zu erzeugen zu können. Also spektrale CT sehr nah an der Forschung, da wird tatsächlich auch aktuell noch weiter dran entwickelt. Also ihr seht, dass wir jetzt so früh schon in Bereiche kommen, wo wir schon nah am Forschungshorizont sind. Und ich will euch natürlich nicht die Take-Home-Messages jetzt verschweigen. Wir haben uns natürlich hier angeguckt, wie es aussieht mit dem Beam-Hardening, dass wir potenziell das Problem lösen können mit spektraler CT. Wir könnten sogar Materialien zerlegen. Teilweise ist die Technologie aber noch relativ in den Kinderschuhen, aber es gibt schon erste klinische Einsätze für Materialzerlegung, mit denen man dann Leber quantifizieren kann, man kann Steine untersuchen und dann die Zusammensetzung von unterschiedlichen Nierensteinen sich zum Beispiel ansehen. Also es gibt verschiedenste Verfahren, die wir schon klinisch nutzen können, weil diese Dual Energy Scanner schon verfügbar sind. Aber es ist immer noch eine Herausforderung, das Ganze zu messen und ich gehe davon aus, dass wir über entsprechende Entwicklungen noch bessere Bildqualitäten hier erreichen können. Wir haben ja gesehen, bei den großflächigen Detektoren gibt es sicher noch einiges an Forschungsbedarf. Und natürlich will ich euch nicht die weitere Literatur vorenthalten. Natürlich ist unser Skript hier sehr gut. Es gibt die sogenannte XCOM-Datenbank, in der ihr die ganzen Absorptionskoeffizienten energieabhängig herunterladen könnt und auch selber simulieren könnt. Das ist eine sehr, sehr spannende Quelle. Kann man sich mal angucken und dann auch für eigene Simulationen nutzen. Und was ich euch auch nahelegen will, ist von Michael Beider, das ist eine Dissertation bei uns am Lehrstuhl, der das Verfahren schon 2011 sehr intensiv angeguckt hat und hier auch wirklich starke Vorschläge für Algorithmen gebracht hat, die teilweise ja zur Kalibrierung inzwischen auch in Scannern eingesetzt werden. Ja, das bringt uns auch schon zum letzten Video hier über CT-Rekonstruktion. Ich hoffe, euch hat das Kapitel Spaß gemacht. Das ist eine spannende Technologie. Wir haben auch geschaut, wo quasi die Grenzen liegen und wo noch weitere Forschungsbedarf ist. Das heißt also auch, wenn ihr mit eurem Studium jetzt noch ein bisschen braucht, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Sachen, die ihr hier gesehen habt, in vielen Fällen immer noch Probleme sein werden und ihr dann hoffentlich in entsprechenden weiterführenden Forschungsarbeiten daran helfen könnt, diese weiter zu verbessern. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video. Im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie wir ein sehr hochexperimentelles Verfahren mit der sogenannten Phasenkontrast-Röntgenbildgebung jetzt nicht nur das Absorptionssignal aus dem Röntgen kriegen können, sondern potenziell auch die Phase. Also, bleibt dabei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Ade.